Hallo, herzlich willkommen zu diesem Videotutorial für Koordinierungskreise. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr konkrete Seiteninhalte bearbeiten, neue Inhaltselemente hinzufügen, bearbeiten und löschen könnt. Wenn wir an Inhaltselemente dran wollen, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder hier über die Listenansicht, die wir jetzt hier gerade offen haben, wo ich oben die untergeordneten Seiten sehe und dann hier in einer eher schwierig nachzuvollziehenden Reihenfolge der Seiteninhalt. Das könnte ich grundsätzlich nehmen, bietet sich aber nicht so gut an. Wenn ich die Sachen hier bearbeiten will, bleiben wir kurz mal dabei, kann ich entweder hier einfach draufklicken, dann bekomme ich ein Menü, oder hier unten auf die erweiterte Ansicht. Dann kriege ich auch hier die ganzen Sachen zum Bearbeiten, Ansehen, Löschen, Ausblätten und so weiter. Aber besser ist eben die Seitenansicht, wo wir genau sehen, wie eine Seite aufgebaut ist. Das hier ist jetzt unsere erste, oberste Seite für den Koordinierungskreis. Da die erstmal recht unübersichtlich ist, lassen wir die, sondern gehen auf die Seite und erstellen die hier jetzt mal komplett neu. Wir haben jetzt eine Seite, die hat noch keinerlei Inhalt. Wie jetzt auch schon in anderen Videos gezeigt, fügen wir hier erstmal ein neues Inhaltselement hinzu. Das machen wir am besten hier unten. Und nehmen dann hier eine Co-Kreis-Unterseite. Schrifte die einfach mal, damit ich hinterher weiß, was es ist. So, jetzt könnten wir Inhaltselemente entweder vorne dran oder unten drunter oder eben in die Co-Kreis-Unterseite rein einfügen. Und das wollen wir jetzt auch tun. Ich fange mal hier mit einem Text an. Die Überschrift wird auch hier nicht ausgegeben, deswegen gehen wir hier unten hin. Schreiben jetzt mal was hin, was eine Überschrift werden soll. Und noch ein kurzer Text. So, die Überschrift markiere ich. Wähle hier aus Absatz. Überschrift 3 wäre hier so groß und blau, aber die Standardüberschrift ist eigentlich hier Überschrift 2, die hier in unserer 72-Stunden-Schriftart geschrieben ist, ja, alles in Großbuchstaben hat. So, das speichern wir jetzt und schließen. Dann schauen wir uns jetzt schon mal an, was wir gerade hier gemacht haben. So, dann haben wir hier unsere Seite mit rechter Spalte, weil es eben eine Co-Kreis-Unterseite ist, und hier eine Überschrift und unten drunter unser kurzer Text. Jetzt wollen wir es nicht bei diesem einen Inhaltselement belassen, sondern wollen wirklich noch Leute vorstellen. Dann fangen wir jetzt einfach mal hier damit an, dass wir so ein neues Element hier anlegen. Nehmen jetzt mal hier Text und Bilder. Und fangen mal mit einer ersten Co-Kreis-Mitarbeiterin an, mit Susi Sorglos. Schreiben hier irgendwas hin. So, speichern schon mal zwischen. Und gehen jetzt hier rüber auf Bilder, um noch ein Bild dazu einzufügen. Dann gehen wir hier Datensätze durchblättern. Da wir gerade noch nicht das geeignete Bild haben, suchen wir es noch. Nehmen wir dieses hier. So, wir haben unser Bild. Fügen wir eine Beschriftung hinzu. Und wählen hier aus, dass das Bild, wenn wir es anklicken, vergrößert wird. Alternativ könnten wir auch noch hier einen Link reinschreiben, der dann aufgerufen wird, wenn wir das Bild anklicken. Geht aber immer nur eins von beidem, und wenn ein Link drin steht, überschreibt er diese Funktion. Die Sachen da unten könnt ihr im Grunde weglassen. Hier rechts nebendran, das wir gleich noch brauchen, können wir angeben, wie groß das Bild ist und wo es stehen soll. Und Zugriff brauchen wir eigentlich jetzt hierfür nicht.
speichere das Ganze erstmal. Wir schauen es uns an. So, da haben wir hier unser Text mit Bild. Das Bild ist natürlich nur riesengroß. Wenn ich es anklicke, wird es so geladen werden. Hier unten drunter die Bildunterschrift. Dann sagen wir jetzt mal, das Bild soll nicht größer als Höhe von 150 Pixeln haben. Und es soll nicht im Text rechts, sondern im Text links stehen. Oder, ja, machen wir das mal so. Laden neu. Dann haben wir das jetzt hier so. Und wenn ich es anklicke, wird es immer noch groß. Gut, dann wollen wir noch einen zweiten Mitarbeiter hinzufügen. Dafür kopiere ich jetzt mal dieses Element und füge es hier unten drunter ein. Dann kriege ich jetzt hier eine Kopie von Susi sorglos. Die ist erstmal noch ausgeblendet, weil die Glühbirne aus ist. Wir bearbeiten das. Der zweite Bit steht der Mustermann. Bild. Wir löschen erst das eine, indem wir es markieren, hier auf das X drauf gehen. Hier könnten wir zwar auch mehrere Bilder einfügen, das wird bei diesem Element gehen, aber manchmal habt ihr auch Felder, wo nur so eine Zeile dargestellt ist. Wenn da schon was drin steht, müsst ihr es erst löschen, bevor ihr was Neues hinzufügen könnt. Und ein Bild reicht uns ja hier jetzt erstmal. Wir laden es wieder hoch. Aus. Es gibt auch eine Beschriftung, wie wir es auch vergrößern können. Lassen wir hier die Einstellung gleich, aber sagen, nehmen wir jetzt hier mal was anderes und sagen, es soll jetzt hier direkt neben dem Text stehen und wird nicht umflossen. Gucken, ob das hier einen Unterschied macht bei unserem kurzen Text und speichern das Ganze. Ah, wir haben es noch nicht aktiviert. Also hier bei Zugriff ist das Inhaltselement noch deaktiviert. Das heißt, die Glühbirne noch aus. Das können wir hier ändern. So, dann haben wir jetzt hier eine zweite Person. Also die Umfließungseigenschaft macht gerade jetzt noch keinen Unterschied, aber bei unserer Susi würde der Text danach unter ihr weitergehen, während bei Peter das hier in dieser Reihe einfach nach unten weiterging. Könnt mich auch Bilder rechts neben dran oder oben drüber setzen. Da seid ihr sehr flexibel. Und so wie ich es euch gerade eben gezeigt habe, könnt ihr an jeder Stelle eben beliebige Inhaltselemente gruppieren. Wenn ihr ein Element nicht mehr braucht, gäbe es hier Verknüpfung entfernen. Das zeige ich euch gerade mal. Ich klicke hier drauf. Dann ist das Element weg. Wir sehen es hier nicht mehr. Gelöscht ist es immer noch nicht. Wenn wir uns nämlich jetzt die gleiche Seite in der Listenansicht angucken, dann steht hier Peter Mustermann noch. Er taucht nur hier nicht auf. Das heißt, Referenz hier ist nicht vorhanden. Das heißt, es wird nirgendwo verwendet. Genauso wie bei einem Element Blindtext, was wir noch hier übrig haben. Das liegt auch noch darum. Wenn wir ein Element jetzt komplett löschen wollen, dann gehen wir hier auf die Mülltonne und löschen jetzt den Blindtext komplett. Wenn wir den Peter Mustermann, den wir jetzt hier entknüpft haben, wieder haben wollen, gehe ich in die Seitenansicht und füge ihn jetzt zum Beispiel mal vor der Susi hinzu, wähle dafür Datensätze durchblättern. Hier kann ich jetzt von beliebigen Seiten mir die Inhaltselemente angucken und könnte die auswählen. So, und gehen wir jetzt hier auf die Seite der Kuckreis und wählen dort Peter Mustermann wieder aus. Könnt natürlich auch ein Element auswählen, was wir schon irgendwo anders haben. So, jetzt ist er wieder da. Und steht eben hier oben.
Die Löschen-Funktion hätten wir auch, wenn wir ein Element bearbeiten. Dann steht die hier oben. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal den Umweg hier über die Listen an sich gehen. Dann auf den Co-Kreis-Unterseiten, die eben so eine zweispaltige Vorlage in der Regel drin haben, geht das dann auch ganz ähnlich. Machen wir gerade mal dieses Element hier oben weg, was auch immer das für eins ist, das brauchen wir nämlich gerade nicht. So, dann hier oben die Co-Kreis-Verteilerseite, unten drunter ein zweispaltiges Element und hier dann die konkreten Inhaltselemente. Wenn wir zum Beispiel hier bei den Ansprechpartnern noch jemanden hinzufügen wollen, nehmen wir einfach einen von unseren bestehenden, gehen hier drauf und wählen so sie sorglos aus. Dann haben wir jetzt hier in diesem Element hier zwei drin. Gucken wir uns gerade mal die Seite an, wie sie vorher aussieht. Ah, ist schon direkt drin. Genau, wir brauchten gar nicht speichern, weil wir haben es direkt nur verknüpft. Und ihr seht hier so unten drunter stehen, dies ist eine Referenz zu einem Element auf einer anderen Seite. Das heißt, das ist eben nur die Verknüpfung und keine Kopie des Elements. Das heißt, wir können es hier auch gar nicht direkt bearbeiten, sondern müssen es quasi an der Stelle bearbeiten, wo es herkommt. Oder klicken hier vorne drauf. Und wenn es jetzt eben komplett gelöscht wird, dann verschwindet es auf allen Seiten, auf denen das irgendwo referenziert ist. Und es gab mal eine Listenansicht, die Co-Kreisseite an, dann müssten wir jetzt bei SOSI sorglos hier drauf sehen, dass sie jetzt auf zwei Seiten vorkommt. Und Elemente, die eben hinten dran nichts stehen haben, die kommen auch nirgendwo vor. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, was das ist, uns auch nicht braucht, könnt ihr das dann bedenkenlos löschen, weil da verschwindet nichts, was irgendwo auf der Seite bisher da ist. Wenn wir statt Download-Box zum Beispiel jetzt mal noch ein anderes Element verwenden wollen, fügen wir jetzt einfach mal hier eine Aufzählung ein. Schlichte Punkteliste von mäßiger Schönheit braucht ihr wahrscheinlich nicht gar so oft. Aber so könnt ihr auch beliebige andere Elemente auswählen. Dateilinks, wobei wir da die schöneren Downloadboxen haben. So, blenden wir die Downloadbox wieder ein. Und unsere Aufzählung aus. Noch eine andere Sache, die ich euch noch zeigen kann, ist, fügen wir nochmal ein anderes Element rein, was man hier und da mal brauchen kann. Das ist hier ein Trenner, der aber noch für ein bisschen Abstand sorgt. Auch hier ist die Beschriftung nur, damit wir hinterher wissen, was es ist. Der steht jetzt hier zwischen den beiden, die ja sehr dicht aufeinander kleben. Und dadurch gibt es ja nochmal so eine Abstandslinie, wenn ihr sowas irgendwo haben wollt. Ja, ich denke, das waren jetzt so die wichtigsten Funktionen, die ihr braucht, wenn ihr hier konkrete Seiteninhalte bearbeiten wollt. Solltet ihr darüber hinaus noch Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit gerne an das Webteam von 72stunden.de wenden. Macht's gut und bis bald.